Servus, ihr Tabak und Pfeifen und diese hier auf YouTube. Heute nur mal ein kleines, kurzes Infovideo zu unserem Pfeifenrauchertreffen am 9. Oktober dieses Jahres. Ich habe ein paar Notizen gemacht, sonst vergesse ich wieder die Hälfte. Was mich natürlich gleich mal von Haus aus riesig freut. Wir haben schon 36 Anmeldungen. Das freut mich natürlich auf der einen Seite riesig. Aber die Erfahrung, sage ich jetzt mal, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, haben sich ja die meisten erst 14 Tage vorher angemeldet. Also, ja, 14 Tage bevor das Treffen eigentlich war. Darum habe ich ja diesen Annahmeschluss diesmal schon früher gemacht. Und 36 haben wir gedacht, jetzt schon. Jetzt haben wir aber da noch ja, über 2 Monate hingehen. Jetzt habe ich letzte Woche mal mit der Wirtin gesprochen und habe gesagt, wie viele Leute können maximal kommen? Und sie hat gesagt, wirklich die absolute Grenze ist 45, weil wir gehen einfach von der Kapazität her nicht. Gell? Also 45 Leute, das heißt, wir haben noch 9 Plätze frei. Also wer sich schon sicher ist, dass er kommen kann, meldet euch an, Leute. Ich verlinke euch hier unten nochmal die E-Mail-Adresse, wo ihr bei mir melden könnt. Und einfach nur kommen mit so und so vielen Leuten, vielleicht Handynummer noch und was siehst, Schweinsbraten oder Schnitzel. Gern. Ja, was ich auch nicht gesagt habe beim ersten Video, aber da hat mir die Wirtin einmal darauf hingewiesen, also es müssen entweder alle vollständig geimpft sein, ja, oder halt einen aktuellen negativen Corona-Test dabei haben. Also das müsst ihr haben, Leute, weil sonst kriegen die Wirte wirklich Probleme, ja, die Wirtsleute, und das wollen wir ja nicht, wir wollen ja einen riesen Gaudi haben und wir wollen keine Probleme haben, gell, an dem Tag. Ja, was war noch? Ja, also auch wenn schönes Wetter ist und man sagt, man kann draußen vielleicht noch Biertische hinstellen, aber die schaffen die dann einfach nicht mehr. Die sind nur zu zweit, die Wirtsleute, und da kommen sie dann an ihre Grenzen. Also hat sie mir wirklich gesagt, 45 und mehr geht nicht. Gell? Also 9 Plätze sind offen. Meldet euch an, Leute. Sollte was Neues geben, dass wir schon voll sind, melde mich natürlich nochmal rechtzeitig. Und aber wie gesagt, 36 jetzt schon, ich freue mich riesig. Ja, ja, das war jetzt die Info, was ich euch geben wollte. Da jetzt noch gemütlich mein Pfeiferl fertig. Das ist also ein ältere Lorenzo, ich glaube ein Spitfire, oder wie sie das schimpft. Spitfire, ja. Und da habe ich einen Tabak drin von HU, den Coming Home. Den haben wir schon ein paar vorgestellt hier. Ich werde dazu auch mal was sagen, aber auf einer anderen Stelle. Und ja, es ist angenehm das Wetter hier draußen. Wenn es einmal nicht regnet, weil es hat so alle geregnet die letzten Tage. Lassen wir es gut gehen und dann sehen wir uns. Gell. Bis zum nächsten Mal. Servus aus Bayern.